Der Talk wird Ihnen präsentiert vom Bethesda Spital. Guten Abend. Während in der Schweiz die Handballsaison auf die Zielgeraden einbiegt, schauen wir mal in der Region, was so bezüglich Nachwuchs läuft. Und dazu begrüße ich bei mir im Studio jetzt einerseits Ramon Morf. Guten Abend. Und Michael Sanderlo. Guten Abend. Beide von der Bewegung noch Handball Nordwest. Jetzt meine Herren, vielleicht folgt es ja schon. Sie, wie steht es denn um den Nachwuchs in unserer Region? Steht im Moment recht gut. Also wir haben tolle zwei Wochen hinter uns und haben jetzt mit dem kommenden Sonntag noch den Abschluss in Winterthur. Also wir biegen dort auch auf die Zielgerade ein von der Schweizer Meisterschaft. Also im Moment, denke ich, steht es gut um einen Nachwuchs. Du bist sehr nah an den Spielern dran. Glänzt da alles in der Region oder ist da noch nicht so? Als Trainer sieht man immer mehr, was man noch machen könnte, was passieren könnte. Wenn ich zufrieden bin mit dem Verlauf oder mit der Situation gerade, dann ist es wahrscheinlich ein Rückschritt. Von dem her hat man immer Ideen, aber jetzt, wenn man ein bisschen anschaut, wie es in den letzten Jahren gegangen ist, wo wir stehen und was jetzt gerade passiert, dann können wir sicher auch mal zufrieden sein für einen Moment. Der letzte Schritt kommt aber am Sonntag. Ich gehe davon, da kommen wir gerade auf das Sprechen. Ich gehe davon aus, die meisten Zuschauer, denen sagt, dass das Handball Nordwest nicht so viel, können die vielleicht gerade aufs Laufende bringen, was das genau für eine Bewegung ist oder aus was sie auch entstanden ist. Also aus was entstanden ist, müsste Ramon eigentlich sagen, weil er ist der Mitbegründer von dieser Bewegung von der HSG Nordwest und ich bin noch ein bisschen ein anderer Teil dazu. Also eins nach dem anderen. Ja, vor Jahren hat sich beim TV Birsfeld immer mehr entwickelt, dass es leistungsfähige und leistungswillige Junioren gegeben hat. Der Michi Rötlin als Initiator und als Trainer auf Stufe 15 Elite war sehr aktiv gewesen. Und man hat sich dann entschieden, dass man aus dem eigentlich eine regionale Bewegung machen will, dass das nicht unter dem Dach oder nicht unter dem Namen TV Birsfelder läuft, sondern ein bisschen eine überregionale Geschichte soll werden. Es hat auch Vorbilder sonst in der Schweiz gehabt, an anderen Orten, wo das ähnlich läuft. Und dann ist das Stück für Stück gestiegen mit dem ersten Jahrgang, wo so in die 15 ist, in die 17 ist, in die 19 ist. Dann haben die Leistungsteams nicht mehr TV Birsfelder geheissen, sondern HSG Nordwest. Und wir haben einfach wahrgenommen, dass immer mehr Vereine in der Region das unterstützen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem und wie sich die Begeisterung und der Wille von ganz vielen Handballjunioren entwickelt hat, dass sie da mitmachen wollen, ist grossartig und führt zu dem Erfolg. Genau, der Erfolg. Gerade im ersten 2017 haben wir mit U15 und U17, jetzt letztes Wochenende U19. Also die älteste Juniorenkategorie, was für eine Signifikanz hat jetzt das noch zusätzlich, dass man eben in der ältesten Juniorenkategorie einen Schweizer Meister werden? Ich glaube schon etwas, was noch ein bisschen mehr wirkt in der Handballschweiz, wie auf 15, 17 Stufen. Das ist auch eine Bestätigung dafür, dass die Arbeit mit den Jahrgängen, die vorher schon Schweizer Meister geworden sind, weitergeführt wird, dass es immer noch so verhebt. Die anderen Konkurrenten schlafen ja auch nicht. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass vieles richtig gemacht wird in der Region und dass da die Regeln ineinander greifen. Man muss auch sehen, dass wir nicht mit den gleichen Teams wie vor zwei Jahren antreten, dass gewisse Spieler weitergezogen sind. Wir haben einen Spieler, der zum Beispiel in Berlin spielt mit Robin Heinis. Der ist nicht mehr dabei. Auf Stufe jetzt U17 sind gewisse schon in der U19 eigentlich fix drin, wo wenig oder gar nicht mehr in der U17 zum Einsatz kommen. Und von dem her, ja, sind wir dort irgendwie immer noch dabei, obwohl wir uns eigentlich anders aufstellen personell und das ist sehr toll. Also in Basel ist es immer so ein bisschen schwierig, sagt man. Also plump gesagt sind wir ja anscheinend eine Fußballregion. Jetzt, wie groß ist die Begeisterung für den Handball in Basel und der Region? Wie spürst du das? Also ich kann es so ein bisschen beurteilen, so auf die letzten zwei, drei Jahre, seit unser Sohn, also ich komme aus dieser Eltern-Kombo, wo man so schön sagt, im Schweizer Handballverband, was ich da im Hintergrund versuchen, oder nicht versuchen, sondern engagieren für den Handball in der Region. Dann wir haben letztes Wochenende und dann zwei Tage fast 1000 Leute in der Halle gehabt, also verteilt auf die zwei Tage. Ich meine, das war das letzte Spiel von der U19 und auf der anderen Seite das Hinspiel von der U17. Wir haben Leute gesagt, die im Bratteln sind, im Match schauen, wo auch schon einige von uns in den Aufstiegsspielen sind, also die dort unterstützen, wo zur Erstliga, dass andere Leute in der Halle sitzen. Also, dass da neue Leute gewonnen worden sind. Ich denke über Eltern, über Tanten, über Grosseltern, über Freunde. Also wir haben letzte Woche ganz viele Leute in dieser Halle gesehen, die vermutlich vorne nicht so viel mit Handball am Hut hatten. Und das ist etwas, wo mir ganz gut gefällt und ich wirklich begeistert finde. Jetzt ist es natürlich auch so, dass
Nachwuchstalent, Begehrlichkeiten weg. Aber ihr habt ja von Anfang an gesagt, dass auch der Verein in der Region, dass eigentlich nicht Verein oder einfach, dass die Nachwuchsspieler so schnell wie möglich in diesen Verein landen, sondern dass eigentlich die Förderung an sich im Zentrum steht. Ist das richtig und schafft ihr das effektiv? Ich glaube schon. Also man muss auch sehen, Spieler aus der Region, die landen vielleicht nicht alle gerade in der Region, sind sie schon weiter. Also wenn wir jetzt Beispiel Lukas Meister nehmen, der bei uns noch Junior war, der ist jetzt via Kadetten in die Bundesliga gewechselt. Der Max Gerber spielt auch schon länger in Schaffhausen. Und das gibt es sicher so, dass die Situation, dass wir nicht aufs Leben lang in der Region bleiben. Und mit dem müssen wir leben können, aber es ist ein Teil des Sports. Und das macht uns ja auch glücklich und froh, wenn das passiert. Das Ziel war schlussendlich schon, dass sie in der Region dort zum Einsatz kommen, wo es Sinn macht. In der Liga, wo anschließend an die Juniorenzeit passt. Erstliga, Nazi B, Nazi A. Und wir haben da im Fokus eigentlich so ein bisschen das Individuelle. Der Junior selber, wo in welcher Mannschaft für ihn gerade Platz hat und wo er am besten weiterkommt. Aber würde es jetzt der Region sportlich nicht am meisten helfen, wenn die jetzt zum Beispiel bei Biersfeld den Nazi B und den RTV würden verstärken in der Nazi A, anstatt dass sie dann gerade zu den ganz grossen Vereinen der Nazi oder so wechseln? Oder ist das Illusion? Also das ist das Grundziel. Das wird nicht ausschließen mit dem. Also vielleicht auch so ein bisschen eine Zahlengeschichte. Also jetzt nicht 1:1, aber jetzt, wir haben mal ausgegeben, also mal zusammengezählt, von der letztjährigen U19 und der aktuellen U19, das sind rund etwa 8, die bei Biersfeld den ACB spielen. Also zum Teil schon zum Teil tragende Rolle haben. Da sind 2, korrigieren wir, 2 Nazi A. Ja? Und sind bei Leimental etwa 3 in der Erstliga und verstärken Bratteln, ich glaube etwa 4 aktuell, die jetzt im Aufstiegsspiel sind zur Erstliga. Also im Moment zwischen von diesen 2 Jahrgängen und 19 ist das wo wir schon weitergeben können, wo die Vereine können mit ihnen weiterarbeiten können. Und das wird vermutlich nicht weniger. Also der Schritt ist im Moment, der ist so. Und für das müssen die Vereine auch da sein und können die dann aufnehmen. Also kann das der Handballstandort Basel effektiv auch langfristig verstärken mit diesen Talenten? Also dass die effektiv vielleicht sogar irgendwann 2 Nationalmannschaften stellen oder einfach auch in der National bleiben? Das wäre schon ein sehr grosser Schritt. Das ist unser grosser Wunsch. Also ein Großteil von der Nationalliga Handballer in der Nazi B und in der Nazi A in der Region hat in unserem ganzen System ihre Juniorzeit verbracht. Und das sind jetzt im aktuellen Team 2 in der U19, sind von den anderen Spielen jetzt gerade im RTV sind schon viel mehr, die auch durch die ganze Leistungssportförderung gegangen sind. Und das ist die Hauptabsicht dahinter. Also, wenn es dann noch weitergeht, ist toll. Wenn es bis in die Bundesliga geht, haben wir eine riesen Freude. Das ist der Traum von ganz vielen von diesen Jungs. Und dann sind wir wieder bei dem, was der Michi gesagt hat, volle Halle, wie wir es jetzt erlebt haben. Und das sind die Orte, wo man es dann wahrscheinlich eben immer erlebt. Kurzfristig wird es am nächsten Wochenende volle Halle haben, nämlich bei der Möglichkeit von der U17, hier noch das, was zu reissen. Ja, da sind wir in der wunderschönen neuen Arena in Winterthur. Da haben wir kein Heimspiel. Da haben wir nicht so Einfluss drauf, wie voll das die denn wird. Aber da haben wir schon dürfen vor rund 6 Wochen. Haben wir dort, dort sind sie Erster gewesen. Da haben wir Rammer mit seinem Team eine ganz tolle Leistung abgeliefert. Und freuen uns sehr an so einen schönen Ort. Also eine Finalissima. Kommt gut. Also, wir haben keine Angst um den Handballnachwuchs in der Region. Meine Ehre, ich bedanke mich herzlich, sind Sie bei mir im Talk heute gewesen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen und wünsche eine gute Unterhaltung hier auf Tele Basel. Der Talk ist Ihnen präsentiert worden von den Basler Privatspitälern.